Hey Guys und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Infect mit den heutigen Fakten über Kha'Zix. Schlussendlich habt ihr euch für Kha'Zix entschieden und das war keineswegs eine schlechte Entscheidung. Nämlich Kha'Zix bietet eine Menge Fakten, die sehr interessant sind und zugleich auch nicht jeder kennt. Dementsprechend fangen wir gleich mal mit den Fakten an. Aber bitte eine Sache nicht vergessen, falls es euch gefallen sollte, dann hinterlasst doch einfach ein Like, das würde mich sehr freuen. Und in diesem Sinne fangen wir mit Fakt Nummer 1 an. Kha'Zix wurde von David Wolty Epicassis entworfen. Fakt Nummer 2. Kha'Zix Platzhalternamen war Tech. Fakt Nummer 3. Der Name Kha'Zix könnte abgeleitet sein von Kaizen, was sowohl eine japanische Lebens- und Arbeitsphilosophie als auch ein methodisches Konzept bezeichnet, in deren Zentrum das Streben nach kontinuierlicher und unendlicher Verbesserung steht. Fakt Nummer 4. Kha'Zix ist einer der Voltgeborenen, er stammt dementsprechend aus der Lehre. Fakt Nummer 5. Rengar und Kha'Zix sind Todfeinde. Ihre erste Begegnung endete mit einem Unentschieden, nachdem sie sich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang bekämpft hatten. Zudem gibt es ein Event im Spiel, das Rengar und Kha'Zix betrifft, die beiden dazu auffordert, den jeweils anderen zu töten. Dies wird als der Hand des Om bezeichnet. Des Weiteren ist die Rivalität zwischen Kha'Zix und Rengar möglicherweise eine Anspielung auf Aliens vs. Predator. Fakt Nummer 6. Kha'Zix Animationposition beim Backcrawl und Teleport ähnelt dem Monster aus Cloverfield. Fakt Nummer 7. Kha'Zix Bewegungsanimation ändert sich, wenn er durch einen Busch läuft oder unsichtbar wird. Fakt Nummer 8. Wenn der Sprung von Kha'Zix voll entwickelt ist, dann hat man eine potenzielle Chance, dass Kha'Zix manchmal fliegt, während er sich fortbewegt. Fakt Nummer 9. Kha'Zix könnte Evolutionspunkte in Fähigkeiten investieren, die er noch gar nicht erlernt hat. Dies würde allerdings nur bei Geschmack der Furcht von Nutzen sein, was wiederum die Reichweite seiner normalen Angriffe vergrößern würde. Fakt Nummer 10. Kha'Zix Name kommt aus dem Japanischen und wird dementsprechend aus zwei Schriftzeichen zusammengesetzt. Das eine bedeutet Veränderung und das andere gut. Wenn man diese beiden Schriftzeichen kombinieren würde, dann würde das Verbesserung bedeuten. Fakt Nummer 11. Kha'Zix war der letzte Champion, der ein Art Spotlight bekommen hat. Fakt Nummer 12. Die Fähigkeit Isolation von Kha'Zix ist eine Referenz an das Alien aus der Alien-Reihe. Fakt Nummer 13. Kha'Zix ist der einzige Voltgeborene Champion, der keine einzige Fähigkeit besitzt, die True Damage hat. Beispielsweise hat Cho'Gath sein Fressen, Kog'Maw seine passive Fähigkeit. Fakt Nummer 14. Kha'Zix und Skarner teilen sich ein Zitat. Glied für Glied. Fakt Nummer 15 und zugleich der letzte Fakt in diesem Video. Beim Death Blossom Kha'Zix Skin kann man den Helmet Bro im Vordergrund sehen. Der Helmet Bro ist wiederum ein Charakter, der eine Anspielung an Vel'Koz ist. Und zwar folgendes: Dessen Bruder wurde nämlich von Vel'Koz getötet. In Ordnung, und das war's mal wieder mit den heutigen Fakten. Ich hoffe, es hat euch was gefallen. Falls ja, dann hinterlasst doch einfach einen Like, das würde mich sehr unterstützen. Und zugleich könnt ihr wieder unter 5 Champions euren persönlichen Liebling auswählen und dementsprechend auch für ihn voten. Der Champion, der von euch ausgewählt wird, der wird dann dementsprechend natürlich im nächsten Video vorgestellt. Ich wünsche euch noch im Nachhinein einen schönen Tag und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. See ya, guys!